Wie schön, wir dürfen dieses Spiel für Sie kommentieren. Unsere Namen sind Frank Buschmann und Manni Breukmann. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen. Über links könnte es klappen. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Christian Schulz. Stindl. Toll, wie er das macht. Und klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Bellarabi. Kiyotake. Ja, abgeblockt. Und nun Leon Andreas. Stindl. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Jungmin Son. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Die Chance. Klasse reingegeben. Wird das was? Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Jakuna. Bitancourt. Ja, es gibt einen Wurf. Schmiedebach. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Kießling. Tja, Buschi, was kriegen wir heute von ihm zu sehen? Der ist nicht nur vorne brandgefährlich, der arbeitet auch gut nach hinten und zerstört so das Aufbauspiel der Gegner. Und Achtung, genau hingeschaut. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Als größter Rivale Leverkusens gilt ja schon seit jeher der erste FC Köln. Wobei man sagen muss, beim ersten FC Köln, da Schuss und na, da hat nicht viel gefehlt. Jungmin Son, und da bekommt er Unterstützung. Den verzieht er aber. Ja, aber das stand da auch alles andere als optimal zum Ball. Castro. Lars Bender. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Geht er rein und er trifft. Ein wirkliches großes Tor, ein Tor zum Zungenschnalz. Aber der Pass, Manni, der war Zucker, sensationell. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Über solche Distanzschüsse kann der Keeper natürlich nur lachen. Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in. Das sieht unser Servicepersonal in unserem Gastmoment.
Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Kiesling. Piotake. Stindl. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Und Achtung, der könnte passen. Stindl. Ja, und damit nimmt er beim Gegner den Offensivschwung raus. Jungmin Song. Piotake. Stindl. Jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Und nun Leon Andreas. Jungmin Son. Lars Bender. Castro. Bellarabi. Toprak. Es muss Einwurf geben. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Er steht auch schon einer parat. Stindl. Jakuna. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Stindl. Das muss Freistoß geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Wir wissen das. Die Mauer versucht, den Winkel zu verschlechtern und trippelt ein paar Schritte nach vorne. Ungewöhnlich nur, dass der Schiri dem keine Beachtung schenkt. Gut gehalten. Wie viel Arme hat der Mann? Unüberwindbar, dieser Torhüter. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Klare Sache, Einwurf. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Es ist nicht mehr so lange zu spielen, aber ich glaube, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Offensivdruck erhöhen, das scheint nun die Devise der Heimmannschaft zu sein. Was Manni natürlich auch jede Menge Risiken birgt. Der Gegner hat viel Platz. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Lars Bender. Reier! Das ist das Tor! Der hat seine ganze Energie in die ersten Sekunden gelegt und drin war das Ding. Ja, und so dicht vor dem Tor muss die Kugel auch ins Netz. Wunderbar gemacht. Toprak. Kiesling. Kiesling. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper.
Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Also bisher natürlich zu bemitleiden, der Torhüter, aber wer hätte das noch gedacht? Den hat er gehalten. Für die einen war es